MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ich hoffe es einfach, dass wir noch was finden. Ein paar Dias wären schon cool. Auf jeden Fall. Das sind unsere Wasseraufzüge, die jetzt hier bis unten führen, so gesehen. Die habe ich ja extra nicht zugemacht. Dienen als wunderbares Fluchtmittel. Nein! Ah, das ist natürlich doof. Hier wäre Lava. Vielleicht haben wir Glück. Wir können uns ein Höllentor damit bauen, oder? Geht das überhaupt kaputt? Mit Eisen? Das dauert ja ein halbes Jahr. Oder ist das Batwalk? Ich glaube, dafür brauchen wir Diamant. Ich gehe nur mal davon jetzt aus. Ich höre jetzt aber auch nicht auf, weil ich wissen will, ob es kaputt geht. Ich sehe ja die Risse, die sich immer mehr bilden. Gut, Frage beantwortet. Wir brauchen Diamant dafür. Oh, Lapis Lazuli. Oh, ein sehr schöner Rohstoff übrigens. Oh, was haben wir hier? Hallo? Machen wir mal da eine Fackel hin. Hallo? Okay, wo sind wir denn jetzt? Hier waren wir aber noch nicht. Huch. Sonst wäre hier nichts mehr zum Mitnehmen. Hier war irgendwo der Sound von Lava. Gehen wir mal gucken, ob wir hier schon mal waren oder nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier waren. Och, Herm. Habt ihr gehört? Halt, bevor wir weggehen. Das möchte ich noch gerne mitnehmen. So. Haben wir das auch geklärt. So. Okay. Das ist dann so gesehen der nächste Tunnel, so wie es aussieht. Fuck. Au. So. Whetstone. Woher kam das Vieh denn jetzt gerade? Ist ja gerade echt von oben runter gejumpt. Fuck. Lava. Oh Mann. Okay, jetzt kommt hier schon mal keine Lava mehr. Das ist gut. Bestimmt klaut der scheiß Wichser da oben jetzt gerade so einen Block, den ich brauche, dass die Lava halt nicht hier runterläuft und ich sterbe dann hier elend.
Dann wäre aber tatsächlich alles für den Arsch gewesen, ne? Also die ganze Expedition, die wir jetzt hier geleitet haben und alles, es war alles super geil. Wir haben super viele Sachen auf jeden Fall gefunden. Und jetzt sterben, ne? Ich würde mich aufregen, ohne Mist. So, wir haben ja schon richtig viel zusammengekramt, glaube ich. Aber ich bin noch sicher, dass hier irgendwas wohnt, was wir noch gebrauchen können. Hallo? Wollte ich gar nicht hoch, danke. Scheiße, das ist ja viel zu viel Wasser. Kommt ja von überall. So, erste Quelle schon mal gestoppt. So, dann stoppen wir die Quelle hier auch. So. Jetzt dürfte das Wasser schon mal weg sein, ne? Wunderbar. Perfekto. So, dann gucken wir mal hier nach. Ob hier noch irgendwas ist. Hallo? Oh, ja. Direkt vor meiner Nase. Können wir da überhaupt was draus bauen oder ist das einfach nur da? Ich glaube, Boden können wir da mit schöne Farbe geben. Blau oder so. So, aber ich glaube, hier ist jetzt tote Hose. Yes. Erstmal ist es tatsächlich wunderbar, dass da oben nichts mehr ist, weil dann haben wir nur noch einen Weg, den wir buddeln können, beziehungsweise müssen. Weil ich gehe jetzt hier nicht raus, also das könnte knicken. Jetzt noch irgendwas sehen wolltet, jetzt in den letzten, nächsten Parts. Tut es mir höllisch leid, aber wir müssen hier durch. Wir müssen uns durchkämpfen. Wir müssen stark sein. Wir haben das jetzt alles hier überlebt, ne? Also, das ist ja schon mal respekthaft, dass ich überhaupt überlebe. So, da oben haben wir noch was. Ein bisschen Erde. Zack. Ach, ein bisschen Eisen. Das nehme ich natürlich mit. So, da sind wir schon. Ich wundere es, dass ich noch nicht Hunger habe. Also nicht ich. Ich habe Hunger. Natürlich habe ich Hunger. Also er hier. Das ist... Hi. Das üben wir noch. Nächster Versuch irgendwann mal. So viel zum Thema, ich wollte ja schon die ganze Zeit, ne, Dingens mitnehmen. Eimer. Jetzt wisst ihr auch warum. Jetzt hätten wir Lava da zum Mitnehmen. Was ist denn hier los? So, Nummer 1 und 2. So, Wasser weg. So. Erstmal ein bisschen trockenlegen hier. Ist ja abartig mit dem ganzen Wasser. Man kommt ja kaum vorwärts. Ja, sicher. Ja, daneben, ne? Ja, jetzt musst du kommen. Komm her. Komm her. Komm schon. Ah, du kommst da nicht raus, ne? Ah, fuck. Und ich komme nicht zu dir hin. Ja, ist ja okay. Hast gewonnen. Hast gewonnen. Wenn du nicht zu mir kommst, hast Pech gehabt. Boah, fuck. Die Klinge, die lässt langsam nach. Also nicht die Klinge hier zum Schlagen, sondern... Die Klinge zum Abbauen wird langsam aber sicher zugrunde gehen und wir haben keine mehr. Ich habe nur noch ein Schwert. Das war's. Jetzt habe ich schon so viele Sachen mitgenommen und dann reicht's immer noch nicht. Okay, war eine Lehre. Immer genug Sachen mitnehmen. So, 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 so. Denn doof? Ist ja noch eins. So. Ich lasse definitiv hier nichts liegen. Du Homo.
So, jetzt habe ich dich, ne? Jetzt habe ich dich immer noch nicht, weil ich nicht zu dir hinkomme. Fuck, fuck. Ja, ist okay. Ja, sicher. Das ist doch nicht normal. Das ist echt nicht schön und nicht normal. Ach ja. Fuck. Au. Ich muss essen. Warum sehe ich das denn jetzt erst? Wo ist mein Essen? Da. Lecker, lecker essen. So, du wolltest dich anlegen mit mir, dann komm her. Komm. Zeig, was du kannst. Lappen, hä? Schwächling, echt. Nein, er hat mich hier getroffen. Ja, okay, jetzt bin ich tot. Fuck, 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 fuck. Komm schon, explodiere einfach da in der Ecke. Los! Ah, super, danke. Geschafft. Der Homo ist auch endlich tot, Herr. Entschuldigung, dass ich das Wort Homo so in den Dreck ziehe, aber das hat meine Freundin angefangen. Ich habe nichts gegen Schwule oder so. Nein, keinesfalls. Ach ja, so. Ist das Scheißding endlich hier besiegt. Moment. Ich höre ja schon wieder so ein Drecksvieh, ne? Also da kriege ich bald einen Anfall drüber. So, dann kann das weg. Die Anhöhe lasse ich hier, die sieht gut aus. Sicher, von wo denn jetzt? Ohne Mist, Leute. Ihr springt doch nicht wirklich von da oben runter. Beziehungsweise, warum tut ihr das? Lasst den Scheiß. Das ist doch kacke. Ne. Ach so. Ich dachte gerade schon, da kommen noch mehr, aber das ist so gesehen die Parallelhöhle, wo wir die ganze Zeit rumlaufen drin. So, wir haben es tatsächlich gemeistert. Wir haben leider keine Diamanten gefunden, aber leider auch nichts anderes. Ich mach das Wasser nicht umsonst weg, liebes Spiel. Ich hab's weggemacht, weil es mich nervt und nicht, damit du es wieder da hinsetzen kannst. So. Ja, das machen wir jetzt noch ein bisschen hier weg, damit es schöner aussieht, beziehungsweise damit wir auch die restliche Kohle haben. Dann sind wir auf dem Weg nach Hause und dann haben wir es endlich geschafft. Boah, jetzt haben wir aber ordentlich gefarmt, oder? Also dann... Ja, das nächste Mal müssen wir halt gucken, dass wir... in eine andere Richtung laufen, beziehungsweise nein, nicht in eine andere Richtung laufen, sondern eher, huch, kommen wir nicht raus. Jetzt geht's. Dass wir vielleicht, na, es gibt eigentlich kein vielleicht, ne? Also eigentlich waren wir in die richtige Richtung am Farmen. Nur leider sind hier nicht die Rohstoffe, die wir verlangten. Hier kommt das Skelett, glaube ich, erstmal nicht hin. Falls doch, dann kriegen wir jetzt ein paar Pfeile ab. Aber das ist jetzt nicht so tragisch. Hallo. Wieso schießt du so schnell? Bist nicht Robin Hood oder sowas? Bist ein ganz normales Vieh, das mich nervt.
So, ist das auch weg? Ja, und ich würde sagen, ich mache mir jetzt was Leckeres zu futtern. Die Höhle haben wir hinter uns. Wir haben es geschafft, sie zu meistern. Ich werde jetzt noch auf dem Weg nach Hause sein. So, halt, Moment, da ist noch. Aua, Redstone. Redstone nehme ich noch mit. Kann ich immer gebrauchen. Leider keine Slimes oder sowas gefunden, was ich total schade finde. Ich weiß nicht, ob man sie züchten kann selber. Es gibt ja hier und da mal so ein paar Freaks, die ein paar Methoden entwickeln, wo man dann alles selber machen kann. So, das Ding haben wir auseinandergenommen hier. Sieht auf jeden Fall total geil aus. Und es wird auch längere Zeit erstmal nichts mehr spawnen hier, was ich sehr gut finde. Und nur, ich habe nur ein Problem. Ich habe keine Ahnung... Ach, da war ja noch ein Ort, wo wir nicht drin waren. Dieser Teil des Untergrunds. Au. Erst nochmal ganz kurz was, so. Gut, wir machen uns auf den Heimweg, würde ich sagen. Raus ging es hier, okay. Da müssen wir gucken, dass wir irgendwie hier rauskommen. So, 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 so. Bingo, das sieht gut aus. So, und wir sind draußen. Wunderbar. Vielleicht hier noch einen Wegpunkt hinsetzen. Das weiß ich noch nicht. Ja, doch. Eigentlich lohnt sich dieser Wegpunkt, ja. So, dann setzen wir hier noch einen Wegpunkt hin. Waypoints at... machen wir den mal Schlucht. Schlucht. Schlurz. So, und... Den Wegpunkt Schlucht haben wir dann auch. Und jetzt folgen wir dem Wegpunkt Home nach Hause. Und dann sind wir erstmal happy, dass wir hier raus sind. Tageslicht. Boah. So. Homepunkt, wo bist du? Da bist du. Ah, boah, ich dachte schon, jetzt falle ich hier runter und sterbe. Das wär jetzt der Gag gewesen. Ne? Da hätte euch alle kaputt gelacht. Ich bin nicht gestorben, ja? Ich habe auf mich aufgepasst. Die Heimreise wird das Schönste sein im ganzen Level heute. Oh, weia. Es dünkt mich, was zu essen. Blub, 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 blub. Ich möchte euch nur eine Frage auf den Weg geben. Das wäre doch mal eine Idee. Vielleicht habt ihr... ja, okay, ihr habt natürlich auch schon die letzten Videos gesehen. Zumindest falls neue dabei sein sollten, sage ich nochmal Hallo an euch und danke fürs Abonnieren. Für die Leute, die mich schon länger abonniert haben, ich möchte nochmal Danke sagen, auch für die Treue, die ihr mir gibt. Das ist echt der Hammer. Es gibt so viele Let's Player. Man kann sich so viele Let's Plays anschauen auf diesem Planeten und doch bleiben meine Abonnenten bei mir. Dafür nochmal ein herzliches Dankeschön und ja, auf dem Weg nach Hause fassen wir doch nochmal zusammen. Wir haben viel geschafft, wir haben viel gefunden vor allen Dingen und ja, was soll ich sagen, aber leider nicht das, was ich erhofft habe. Eigentlich hatte ich ja gedacht, wir finden jetzt Diamanten und so weiter, aber das bleibt leider aus. Leider haben wir keine Diamanten gefunden. Eigentlich schade drum, ich werde da zur Schlucht hin auch noch einen Weg gerade ausbauen. Mit Cobblestone, davon haben wir jetzt genug. Denn ich glaube, dass da hinten noch mehr liegt. Einen Teil der Höhle haben wir noch gar nicht gesehen. Zumindest glaube ich das, dass es so war. Wir haben auf jeden Fall kaum Schnitzel verbraucht, fällt mir gerade auf. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Wir waren sparsam mit dem Essen. Wir sind auch wenig gelaufen, also so schnell jetzt gelaufen, so wie jetzt gerade hier halt. Das Einzige, was wir schnell gemacht haben, war gebuddelt. Und zwar insgesamt 4 oder 5 Spitzhacken weg. Ist für mich ein kleiner Rekord. Also so viel gebuddelt habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht. In Minecraft jetzt. Ah, jetzt sehe ich auch den Fehler. Den kann ich jetzt direkt weghauen da vorne. Das sieht schlimm aus. Das ist nicht im Lager, das ist oben im Haus sogar der Fehler. Aha. Nee, 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 das sieht hässlich aus hier. So, und dann kommt da Erde hin. So, und ich glaube, oben war auch noch irgendwas verkehrt. So wie es ausgesehen hat. Ja, hier. Aber da kann ja eine Erde drüber. So und so. Dann muss ich da jetzt auch nichts weghauen oder so. Yes. That's correct. So, da noch hin. Und da noch hin.
Und da noch hin, das da nicht. Dann kann hier noch einer hin. So, dann kann ich nämlich hier ein bisschen hochhüpfen und komme immer wieder hoch. So, Trautesheim, Glück allein, ganz schnell rein, um alles zu sichern und nichts mehr zu verlieren. So, runter erstmal. Dann packen wir erstmal unser Arbeitszeug in die Truhen, also in hier in den Schrank. Die brauchen wir erstmal nicht mehr. So, das Ersatzschwert packen wir auch mal da rein. Die Pfeile kommen auch da rein. So, dann Cobblestone haben wir. Nicht mehr viel, weil wir sehr viel verbraucht haben. Hier haben wir Dreck. Ist auch nicht mehr so viel. Sand war, glaube ich, da drüber, ne? Hä? Kies und Sand war hier, korrekt. So. Ist auch nicht so viel geworden, ne? Müll haben wir dafür auch ein bisschen. Was jetzt auch nicht so schlimm ist. Also richtig viel, meine ich. So, das ist alles für die andere Truhe. Genau wie das. Wow. Wahnsinn. Da haben wir vier hier. 87 Stück. Nicht schlecht. So, und das ist eh alles für die andere Truhe. Halt. Zähl auch Wolle zum Trash. So, und dann haben wir hier jede Menge neue Kohle. Ja, wunderbar. Viel Eisen, was noch besser ist. So, packe ich das mal ganz kurz dahin. Und Lapis Lazuli, was wir vorher nicht wirklich viel hatten. Und ein bisschen Redstone. 42 Redstone ist jetzt nicht so der Hammer. Ein Diamanten ist jetzt auch nicht so prickelnd. Und ein bisschen Gold. Wofür das Gold ist, weiß ich momentan auch noch nicht. Aber naja. Jetzt wollte ich mal gucken. Das Lapis kann man ja verarbeiten, ne? Ich glaube, das war verarbeitungsfähig in einen blauen Stein. Vielleicht verschönern wir ein bisschen damit die Umgebung hier. Ging das nicht so? War das aufwendiger? Wow. Komplett ausfüllen, oder was? Das ist ja mal assi. Somit haben wir 7 Steine davon. Das ist nicht der Hammer, würde ich sagen, oder? So ein Lapis-Lazuli-Block, 7 Stück. Aber ich habe eine Idee. Mal gucken, wie es aussieht. Ich habe ja hier noch die angefangene Spitzhacke. Und dann wollte ich vielleicht... Huch! Habe ich mich jetzt erschrocken. Warum ist da drunter denn hohl? Habe ich das da drunter echt nicht ausgefüllt? War ich so faul? So, und da das vielleicht ganz gut aussieht, dachte ich mir, vielleicht machen wir das hier so, in dieser Art. So. Das sieht doch geil aus. Mir gefällt's. Auf jeden Fall, Leute. Ich möchte mich herzlich dafür mich dafür bedanken, dass ihr fleißig meine Videos schaut. Ihr seid einfach die geilste Community der Welt. Und bis dahin, Leute, macht's gut, bleibt wie ihr seid. Und tschüssikowski.